Hey Leute, was geht? Hier ist Julius und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Road to Glory Folge. Mittlerweile die sechste müsste es sein und passend dazu unsere Münzen 66.666. Was ist das für ein kranker Zufall? Wir hätten jetzt eigentlich noch den sechsten Sieg bei der Bilanz haben müssen, dann Illuminati confirmed. Nee, Spaß, es geht weiter mit der Road to Glory. Die letzte Folge kam wieder richtig geil bei euch an. Würde mich freuen, wenn wir heute auch wieder die 5000 Likes schaffen würden. Und abonniert den Kanal sehr, sehr gerne, um keine Videos mehr zu verpassen. Somit bekommt ihr alle Tipps mit, wie man in FIFA 18 ja perfekt alles spielt, um maximal viele Coins zu erwirtschaften. Heute steht wieder einiges auf dem Plan. In der letzten Folge sind wir mit unserem ersten Team in die Squad Battles reingestartet und da möchten wir heute natürlich weitermachen, denn wir wollen die erste Squad Battle Woche natürlich voll durchziehen. Die allererste Squad Battle Woche, muss ich sagen, die habe ich verpasst. Das hier ist die zweite Squad Battle Woche. Mittlerweile, ja, gibt es ja die dritte Squad Battle Woche. Das hier, was ihr seht, das ist die zweite Squad Battle Woche. Da habe ich ja einen Tag verpasst, aber ab Dienstag habe ich dann durchgezogen. Man muss dazu sagen, ich habe danach allerdings am Samstag die erste Periode verpasst. Von 2 bis 10 Uhr bin ich ein bisschen zu spät aufgestanden. Ich glaube, um 9 Uhr bin ich aufgestanden, habe es dann aber total verpennt, dass man bis 10 die Spiele gespielt haben muss. Man kann die auch nach 10 Uhr noch spielen, muss dafür aber zwischen 2 und 10 Uhr das Kader, das Gegner-Update gemacht haben. Deswegen war das ein bisschen bitter. Das habe ich dann leider verpasst. Und unter der Woche habe ich noch einmal ein Spiel verpasst. Heißt, es gibt 45 Spiele, davon habe ich leider 9 verpasst. Für was es am Ende gereicht hat, werdet ihr dann später sehen. Heute werde ich euch auch sogar schon die Packs zeigen, die wir in der Squad Battle Woche bekommen haben. Squad Battles, ich habe euch beim letzten Mal gefragt, auf welcher Schwierigkeit ihr spielt und ziemlich viele von euch spielen tatsächlich auf Weltklasse, ein paar auf Legende, auf Ultimativ eigentlich so gut wie niemand. Viele spielen auch ganz entspannt auf Profi. Ich habe auch mal mit dem ADHD geschrieben, eine absolute Legende, und der spielt auch immer nur auf Profi und meinte, er spielt einfach entspannt auf Profi und schaut sich dabei noch ein paar Streams an. Finde ich auf jeden Fall auch eine ganz coole Sache, denn offline spielen macht meiner Meinung nach nicht so viel Spaß wie online, und wenn man da auf Profi spielt, dann kann man entspannt noch ein bisschen was nebenbei machen, denn auf Profi zu spielen ist schon wirklich easy. Man muss eigentlich echt nur 1-2-0 in Führung gehen und dann macht der Gegner immer dermaßen offen, dass ihr da einfach easy durchrennen könnt. Das ist unglaublich, weil ich glaube, die KI bei 2-3-0 stellt die dann auf sehr offensiv oder so, dadurch wird die aber irgendwie gar nicht besser in der Offensive, aber man hat es dann sehr viel einfacher, Tore zu schießen. Ihr müsst immer mindestens 5 Tore schießen, um die maximale Punkte bei den Toren zu bekommen. Gewinnt ihr 6 oder 7-0, wird es euch nichts bringen. Maximale Punktzahl bei den Toren ist, soviel ich weiß, 700 Punkte für 5 Tore. Und was kann man noch dazu sagen? Ihr seht hier, ich habe 3 Spiele auf Legende gespielt, habt die auch alle gewonnen, auch alle ziemlich hoch, denn ich habe auf Twitter und auf YouTube gesehen, unter anderem bei Nepantis oder bei AA9Skills, das sind YouTuber aus Amerika bzw. England, und ja, der AA9Skills meinte, es ist einfacher auf Legende zu spielen als auf Weltklasse. Ob das jetzt stimmt, ich halte es mal für ein Gerücht. Ich habe es aber allerdings einfach mal ausprobiert und es lief echt richtig gut, und am nächsten Tag natürlich wieder. Gewinne das erste Spiel 5-1 auf Legende und das zweite habe ich dann verloren. Und dann musste ich ganz ehrlich sagen, wollte ich lieber auf Nummer sicher gehen und erstmal wieder auf Profi bzw. Weltklasse weiterspielen. Weil, man muss dazu sagen, man kann bis zu 2400 Punkte auf Legende bekommen. Aber wenn man verliert, bekommt man halt nur 300 Punkte. Und das sind weniger Punkte, als würde man auf Amateur spielen, glaube ich. Also man muss sich immer hundertprozentig sicher sein, dass man auch gewinnt. Wenn ihr Legende spielen wollt, dann spielt nur, wenn ihr euch auch sicher seid, dass ihr gewinnt. Natürlich kann man auch ab und zu mal ein Risiko gehen, wenn es in die Endphase kommt und man so sieht, ja, ich brauche jetzt noch ein paar Punkte, ich kann es mit Legende noch rausholen, dann könnt ihr das natürlich riskieren. Ansonsten würde ich auf jeden Fall immer das spielen, womit ihr am besten klarkommt. Ich habe die meisten Spiele, muss ich sagen, auf Profi gespielt. Ihr seht hier im Hintergrund immer, wie ich abgeschnitten habe, habe das Gameplay jetzt erstmal weggelassen. Die letzten 4 Spiele, die werde ich euch auf jeden Fall nochmal einblenden. Und man sieht schon, ich bin Elite 2, hatte immer so 10.000 Punkte Abstand bis auf Elite 1. Bis zu dem Zeitpunkt habe ich, wie gesagt, die 9 Spiele verpasst. Und für Profi
5-0 gewinnen, bekommt man immer so 1200 Punkte um den Dreh. Heißt, hätte ich diese neuen Spiele nicht verpasst, hätte ich es sehr wahrscheinlich in Elite 1 geschafft. Ob wir es trotzdem auch so in Elite 1 geschafft haben, das seht ihr jetzt. Ich zeige euch meine letzten 4 Spiele, die habe ich auch nochmal auf Profi gemacht, dann auf Legende. Waren die gegnerischen Teams mir ein bisschen zu stark? Das muss man auf jeden Fall immer nachschauen. Sind die Teams schlecht, könnt ihr easy auf Legende spielen. Sind die Teams ja nicht ganz so schlecht, dann ist es auf jeden Fall viel, viel schwieriger. Hier steht es direkt mal 4:0. Also das macht auf jeden Fall schon Spaß, wenn man 2-3-0 in Führung geht, dann kann man da einfach den Gegner echt immer easy abschießen. Unter anderem habe ich die letzten 4 Spiele auch deshalb gemacht. Nicht nur, um nochmal zu versuchen, in Elite 1 reinzukommen, sondern auch wegen dem Münzenboost. Wir bekommen jetzt immer 1000 extra Münzen pro Spiel durch diese Münzenboost. Schaut euch einfach nochmal die erste Folge an, falls ihr das verpasst habt, wie man in jedem Spiel ein paar extra Münzen bekommen, 1000 Münzen pro Spiel extra, das ist auf jeden Fall mega, mega fett und das lohnt sich auf jeden Fall extrem. Und in den letzten Jahren auf FGU, FIFA Goals United, unseren Hauptkanal, als wir da die Road to Glory gemacht haben, da haben wir auch jede Woche ab und zu mal eine Team of the Week Prediction gemacht. Allerdings kommt diese Folge am Mittwoch raus, merke ich gerade, von dem her ist es auch relativ sinnlos. Aber wenn ich das mal in den nächsten Folgen machen soll, heißt, wenn die Folge so am Montag oder Dienstag rauskommt, dann kann ich euch so erzählen, wer es vielleicht ins Team of the Week schafft. Diese Folge nehme ich gerade am Montag auf, denn ja, Dienstag sind wir nicht zu Hause, da sind wir in Dortmund und müssen Fußball spielen. Also das ist jetzt von euch aus gesehen gestern. Und hier in meiner Team of the Week Prediction wären gewesen Neymar Wants to Watch, beziehungsweise Neymar in Form, Isco, Monreal, Brozovic, Bakambu, Second in Form und Koulibaly. Das sind so die besten. Da bin ich mal mega gespannt, wenn das Video rauskommt, welche Spieler davon es tatsächlich ins Team of the Week geschafft haben. Ansonsten bin ich natürlich mega heiß auf die Weekend League. In der nächsten Folge werden wir uns das Weekend League Team zusammenbauen, da werden wir alles verkaufen, bis auf unsere überteuerten Verkäufe auf der Transferliste. Da werde ich dann einfach mal ein paar Spieler runternehmen und dann alles verkaufen, was wir im Verein haben. Ihr werdet auch gleich sehen, das Starterteam, unser erstes Starterteam, habe ich nach den Squad Battles dann auch verkauft, einfach weil ich alle Münzen in das Foot Champions Team stecken will, außer halt, wie gesagt, diese 100 Spieler auf der Transferliste, denn diese überteuerten Verkäufe, das ist unsere Anlage, das ist unser, ja, wie kann man es nennen, unser dauerhafter, ja, Geldbringer, sage ich jetzt einfach mal. Dadurch bekommen wir dauerhaft ein paar Coins rein und das muss man einfach so machen, das ist einfach perfekt. Einfach jede Stunde die Spieler anbieten und dann sollte es klappen. Ich habe viele von euch gesehen, bei denen es nicht ganz so gut läuft. Wie gesagt, das ist absolut Glück, ob man da viele Verkäufe hat. Manchmal verkauft man 5 pro Stunde, manchmal gar nichts. Hier hatten wir mal richtig viele Verkäufe, das war allerdings nicht in einer Stunde, sondern in ein paar Stunden. Ich kaufe die dann auch nicht immer direkt danach, wenn die verkauft werden, sofort nach, sondern biete die so 3-4 Stunden mal an, dann kaufe ich die wieder neu nach und so weiter. Ihr könnt es natürlich auch jede Stunde machen, ist natürlich noch ein bisschen besser, aber ich war da einfach ein bisschen zu faul. Und jetzt seht ihr hier, hauen wir alles auf die Transferliste, unser Starterteam, verkaufen alles, haben sogar bei einigen Spielern ein bisschen Gewinn gemacht. Bei Renato Sanchez waren es, glaube ich, 1300 Münzen Verlust, aber bei Butland waren es ein bisschen Gewinn, bei Miranda, glaube ich, auch so 1-2k. Achso, das war schon ganz nice, dadurch, dass wir die ganzen Spieler gesniped haben. Und damit stehen wir jetzt bei unfassbaren 280.000 Münzen. Vor dieser Road to Glory hätte ich ehrlich gesagt echt nicht gedacht, dass wir so schnell so viele Münzen farmen können. Unsere Bilanz sieht auch auf jeden Fall mega stabil aus. 35 Siege, eine Niederlage, ist klar, durch Squad Battles offline ist jetzt auch nichts Besonderes. Und hier sehen wir unsere Rewards. Ich bin da reingekommen morgens, Montagmorgens und sehe Elite 1. Hab mich mega gewundert, weil eigentlich habe ich nur Elite 2 erreicht. Hab dann aber trotzdem nur die Elite 2 Rewards bekommen. Das ist, glaube ich, mega der Bug. Auf dem Hauptaccount waren wir, glaube ich, in Bronze, weil wir ein Spiel gemacht haben und haben dann da auch Elite 1 angezeigt bekommen, aber natürlich dann, ja, die richtigen Packs leider. Schade, es waren keine Elite 1 Packs, aber für Elite 2 bekommen wir 25.000 Münzen und 235k Packs. Wir ziehen das erste, bekommen keinen Brettspieler, keinen Leinwandspieler, kein Wallout. Und das ist Viviano und das ist absolut nicht gut. Ansonsten haben wir noch Karius drin, Malcolm, Eduardo, Fabra, Michel Macedo, Gale und dann noch zwei Non-Rare-Spieler. Und ich habe mir da echt viel, viel
Hoffnung gemacht bei diesen Rewards? Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was habt ihr gezogen? Ihr könnt mir natürlich auch wieder auf Twitter und Instagram @juliusfgu eure Squad Battle Rewards zusenden. Und wir ziehen unser zweites 35k-Set und ihr seht, wir ziehen wieder keinen Leinwandspieler. Da war ich schon ganz ehrlich mega enttäuscht, denn ich habe immerhin auch 36 Spiele dafür gemacht. Klar, 25.000 Münzen sind richtig cool, aber aus diesen zwei 35k-Packs haben wir kaum Münzen gemacht. Ich glaube so maximal 10.000. Die Verträge und die Fitnesskarten habe ich in den Verein getan, denn die Fitnesskarten können wir ab jetzt gebrauchen, denn die Weekend League steht vor der Tür und da muss ich natürlich in jedem Spiel eine Fitnesskarte anwenden. Das war's von der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. In der nächsten Folge geht's richtig ab, da zeige ich euch mein richtig heftig geiles Foot Champions Team und dann versuchen wir uns für die Weekend League zu qualifizieren und dann würde ich sagen, sehen wir uns übermorgen wieder dazu. Macht's bis dann gut, haut rein Leute und ciao!